Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zum vierten Advent und so kurz vor Weihnachten möchte ich euch ein ganz klassisches französisches Dessert vorstellen. Ein wirklich wunderbar leckeres Dessert. Es ist das berühmte französische Dessert Paris-Brest. Der Name geht zurück auf ein Radrennen, das zwischen Paris und Brest stattgefunden hat. Deswegen auch die Reifenform des Desserts. Ja, und es sieht einfach fantastisch aus. Dieser wundervolle, knusprige Brandteigring mit Mandelblättchen obenauf, gefüllt mit einer wunderbaren Vanille-Puddingbuttercreme. Es gibt verschiedene Füllungen für dieses Dessert. Ich zeige euch heute eine der einfacheren Varianten und irgendwann zeige ich euch auch mal die ganz klassische. Dazu wird ein Praliné hergestellt, aber das in einem anderen Video. Natürlich gibt es im heutigen Türchen auch etwas zu gewinnen, und zwar den letzten der drei Hauptgewinne. Die zwei Schnüffler habe ich ja schon verlost. Übrigens, den Gewinner vom zweiten Schnüffler findet ihr heute bei mir auf dem Blog. Schaut also dort unbedingt vorbei. Dort findet ihr auch alle Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Ich verlinke euch den Blog hier oben und schreibe auch alles nochmal in die Infobox direkt unter dem Video. Und was gibt es zu gewinnen? Eine Bosch Küchenmaschine mit super viel Zubehör. Gesponsert wird dieser Gewinn diesmal von mir selber, von meinem Sugar Princess Amazon Shop. Und ja, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Den verlinke ich euch auch hier unten in der Infobox. Der ist eigentlich immer drin. Da könnt ihr immer mal gucken. Da sind alle meine Lieblingsprodukte verlinkt. Und ja, dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich bin als Sponsor auch mal dabei. Genau, wir starten jetzt gleich mit der Herstellung unserer Puddingbuttercreme. Und am Ende des Videos sage ich euch nochmal, was ihr genau tun müsst, um in den Lostopf zu springen. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch das Rezept an. Es ist wirklich einfach der Knaller. Als erstes kochen wir uns einen feinen Vanillepudding. Und dafür geben wir uns jetzt erstmal die zwei Eier in einen Topf. Ich habe hier M-Eier und sie sollten unbedingt Zimmertemperatur haben, wie auch alle anderen Zutaten. Dazu gebe ich etwas Vanillezucker, den Zucker, das Mark einer halben Vanilleschote, um den Vanillegeschmack noch zu erhöhen. Das ist optional, aber schmeckt natürlich besser. Das Ganze schon mal verrühren. Einfach damit sich die Vanille gut verteilt. So, und ich werde jetzt noch ein bisschen weihnachtliches Aroma hinzugeben. Müsst ihr nicht, ist optional, aber ich mach's. Ein bisschen Orangenpaste, ihr wisst, ich liebe die. So ungefähr einen halben Teelöffel. Die rühre ich mir auch noch mit rein. Das gibt noch einen speziellen, schönen, weihnachtlichen oder silvesterartigen Geschmack, wenn ihr so wollt. Alles gut verteilen. Jetzt kommt die Stärke hinzu, damit wir uns unseren Pudding kochen können. Und das ist bei mir hier eine Maisstärke. Einfach hinzugeben und noch mit unterrühren. So, und jetzt können wir uns die kalte Milch so nach und nach dazugeben, damit einfach nichts klumpt, und werden uns das Ganze erhitzen und zu einem Pudding kochen. Prise Salz natürlich nicht vergessen. Hätte ich jetzt beinahe, aber das muss mit rein, ganz klar. Und ich habe jetzt hier eine Vanillemilch. Und zwar eine Vanille-Hafermilch, aber ihr könnt natürlich auch ganz normale Kuhmilch verwenden. Aber ja, wir trinken die nicht mehr, deswegen Vanillemilch. Milliliter. So, unsere wunderbar duftende Basis für den Vanillepudding ist fertig. Wir kochen uns das Ganze jetzt schön auf, unterrühren natürlich, damit nichts anbrennt, und kochen es so lange, bis es andickt. Fertig ist unser Pudding. Gerade beiseite stellen. Den Pudding am besten gerade umfüllen.
damit er schön abkühlen kann. Wunderbar, der Pudding ist fertig. Den stellen wir uns jetzt beiseite und zwar am besten abgedeckt mit Frischhaltefolie, damit sich einfach hier oben keine Haut bildet. So vermeiden wir einfach, dass sich eine Haut bildet und haben später beim Durchrühren dann keine Klümpchen und müssen das Ganze auch nicht durch ein Sieb streichen. Spart also Zeit. Ich stelle das Ganze jetzt bei mir auf den Balkon, da kann es schön auskühlen. Und im Sommer müsst ihr halt ein bisschen mehr Zeit zum Abkühlen einplanen. Als nächstes stellen wir uns unsere Brandteigmasse her. Und da gebe ich mir das Wasser in den Topf. Sieht jetzt ein bisschen milchig aus, weil da schon vorher die Milch drin war. Dann meine Vanillemilch. Ihr könnt auch ganz normale Milch nehmen oder noch weiteres Wasser in demselben Maß. Zucker. Prise Salz darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Und wir geben uns unsere Butter hinein. Die soll sich jetzt in dem Ganzen auflösen. Und deswegen erhitzen wir jetzt. Und jetzt geben wir uns das Mehl hier mit einem Schlag hinein und verrühren das einfach. Und dann wird das Ganze wieder erhitzt. Auf mittlerer Hitze und zwar so lange, bis sich ein Teigklumpen bildet. Also das muss jetzt die Flüssigkeit verdunsten und unten auf dem Topfboden soll so ein milchiger Belag entstehen. Dann ist unsere Brandteigmasse fertig für die Eier. Das nennt man Abbrennen und das geschieht auch unter ständigem Rühren. Also das ist ganz schön Handarbeit, da muss man einen starken Arm haben. Ich merke gerade, dass mit meinem Finger hier das immer noch nicht so super gut geht. Das Ganze dauert so ungefähr 1 bis 2 Minuten, dann formt sich eben dieser Klumpen. Und sobald der Belag am Boden des Topfes entsteht, könnt ihr die Masse auch schon umfüllen in das bereitgestellte Abkühlgefäß. Ihr seht es, da ist der Belag entstanden, so etwas weißlich. Und jetzt kann ich mir das Ganze umfüllen in meine Glasschüssel, die ich schon bereitgestellt habe. So, die Masse umfüllen und damit sie schneller abkühlt, können wir sie jetzt hier so ein bisschen an den Rand drücken, denn sie darf nicht ganz heiß sein, wenn wir jetzt die Eier hinzufügen, logischerweise, sonst haben wir Rührei. Das Ganze lassen wir uns jetzt so ungefähr 4 bis 5 Minuten abkühlen, schlagen uns währenddessen schon mal die Eier auf. Die sollten auch Zimmertemperatur haben unbedingt. Ich habe jetzt hier M-Eier und das ist auch ganz sinnvoll, sonst wird es vielleicht zu viel. Ich werde sie jetzt alle schon mal miteinander verquirlen und sie dann hier drunter heben. Und zwar nur so viel, das zeige ich euch gleich, bis der Teig richtig ist. Ja, und nach 4 bis 5 Minuten können wir uns die Eier jetzt hier drunter ziehen. Und zwar immer nach und nach, wie gesagt, damit wir die richtige Teigkonsistenz erhalten. Und ein Rest Ei brauchen wir sowieso noch für die Abstriche des Ganzen. Deswegen nicht alles auf einmal hinzugeben. Und keine Sorge, das sieht anfangs so aus, als würde sich das Ganze nie verbinden. Das ist auch wieder so ein bisschen Handarbeit jetzt.
Das wird auf jeden Fall. Und ihr seht, der Teig verändert sich schon. Jetzt kann ich mal die Probe machen. Er ist noch nicht fertig, denn der Teig sollte so wie in einem Dreieck vom Löffel fallen. Ja, so langsam. Bisschen rühren noch und dann ist er fertig. Jetzt ist der Teig richtig. Er fließt im Dreieck vom Löffel. Das heißt, wir können ihn dann gleich spritzen. So, den Ofen habe ich mir jetzt schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und wir brauchen einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle oder einfach vorne ein Loch abschneiden. Allerdings müsst ihr wirklich einen festen Spritzbeutel verwenden. Also nicht diese ganz dünnen Dinger, die werden euch reißen. Denn Brandteigmasse ist schon etwas dichter und braucht etwas mehr Kraft. Deswegen am besten einen ja wirklich Stoffsack nehmen. Das geht dann auf jeden Fall. Wunderbar, der erste Ring ist fertig. Abstreichen mit Eiwasch und mit Mandelblättchen bestreuen. Dann kann er schon in den Ofen, 180 Grad, wirklich gut vorgeheizt, ungefähr 35 bis 40 Minuten. Gut mit Mandelblättchen belegen, denn der Brandteigring geht ja noch gut auseinander. Damit dann wirklich überall schön knusprige Mandelblättchen sitzen, ist es ganz wichtig, dass man wirklich überall welche verteilt. So, und ab geht's in den Ofen. Und so fantastisch sieht das Ganze jetzt aus. Wirklich wunderschön geworden, eine tolle Farbe und mega lecker duftend. Das lassen wir uns jetzt auskühlen und dann können wir ans Füllen gehen. Während jetzt meine Brandteigringe backen im Hintergrund, können wir uns schon mal die Puddingcreme finalisieren, die Buttercreme. Und dafür, beides hat jetzt die gleiche Temperatur, rühren wir uns nach und nach die Butter hier in den abgekühlten Pudding und schlagen das einfach auf mit dem Handrührgerät. Dazu am besten den Pudding noch einmal erst durchrühren. Und dann nach und nach die Butter hinzugeben. Immer so in Flöckchen am besten. Sieht schon sehr gut aus. Die letzten beiden Klumpen Butter noch unterrühren. Und die Butter sollte wirklich ganz weich sein und zimmerwarm. Dann klappt es am besten. So, perfekt. Unsere Buttercreme ist fertig. Und ihr seht es auch daran, dass hier so Spitzen stehen bleiben. So lässt sie sich dann wunderbar spritzen. Und unsere Creme für die Windbeutelringe wird fantastisch aussehen. Sehr lecker. Wahnsinn. Ist übrigens auch eine tolle Tortenfüllung. Sollte die Creme zu weich sein, einfach gerade noch mal kalt stellen. Am besten auch jetzt noch mal einen Hut hier spritzen. Dann bleibt das Oberteil noch schöner oben auf sitzen. Ja, und jetzt setzen wir uns hier unser Oberteil vorsichtig drauf. Und unser Paris Brest
ist fast fertig, bis auf den Puderzucker. Es sollte jetzt noch mal für eine Stunde in die Kühlung, mindestens. Dann können wir das Ganze mit Puderzucker überstäuben und servieren. So, dann kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Puderzucker auf unser leckeres Dessert. Sieht mega lecker aus. Ich freue mich mega aufs Probieren. Wahnsinn, mega, mega lecker. Schaut euch das an. Oh mein, sowas von lecker. Wahnsinn. Ich freue mich total. Ist eins meiner Lieblingsdesserts. Schmeckt einfach so fein. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, weil es so duftet. So einfach mega lecker nach Brandteig und dieser Füllung. Ah, mega. Mega. Der Hammer. Genial. Es schmeckt einfach traumhaft lecker. Ich sag nur eins, Leben wie Gott in Frankreich, genau das Richtige für einen hohen Festtag wie Weihnachten oder für den Jahreswechsel. Probiert's unbedingt aus. Das war das fantastische, himmlische französische Dessert Paris-Brest. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ihr versucht es einmal nachzumachen. Es ist nicht ganz einfach. Man braucht dafür schon etwas Backerfahrung. Alle weiteren Tipps und Tricks zum Gelingen eines guten Brandteigs und eines schönen Paris-Brest findet ihr auch noch bei mir auf dem Blog. Ich habe nicht alles ins Video integrieren können. Ja, vergesst bitte nicht, beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr geht einfach auf den Blog. Der ist hier unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr die Gewinnfrage. Und dann könnt ihr bei mir auf dem Blog kommentieren. Und hier unter dem Video mit dem Hashtag SCCC21. Dann seid ihr im Lostopf für die Bosch Küchenmaschine. Und ja, dafür wünsche ich euch ganz viel Glück. Viel, viel Freude beim Nachbacken. Schöne Weihnachten wünsche ich euch. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.